Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Valhalla mit mir, dem Jan. Jetzt werde ich hier zu der Mission gehen und gucken, was ich da finde. Was für ein Sonnenstein. Und halt das Tattoo. Und diese Geschichte. Das scheint der Ort zu sein. Hier ist nichts los. Aber einst war es hier sicher. Ein einfacheres Leben. Etwas, das mir dank Loki nicht vergönnt war. Und dank meiner eigenen gelegentlichen Dummheiten. So, einmal hier. Gefullis und der Unbesiegbare. Nur eines überblickt dieses winzige Dorf. Diese Statue da. Einmal forderte Gefullisi einen Mann heraus, dem nichts etwas anhaben konnte, außer einem Schwert. Also schmiedet er sie sich ein Schwert und gewann den Kampf sehr schnell. Ach, da sind wieder mal Ratten. So. Platinbaum. Stimmt, ich wollte ja eigentlich noch meine Waffen verbessern. Hier rein. Die muss von der anderen Seite versperrt sein. Komme ich hier durch den Brunnen? Nein. Unten Weg? Nein. Da. Durchs Fenster. Das sieht vielversprechend aus.
Das war jetzt auch sehr viel Verschwendung eigentlich. Da bist du ja. Das war dann doch schauen kein wir mal, was Aina mit dir zustande bringt. Toll. Muss ich jetzt hin? Ach, da hinten? Das heißt, erstmal gucken, was da ist. Ein Haus. Haus am See. Ada, was ist? Warum weinst du so? Sprich nur. Mein geliebter Bui, ich konnte mich nicht einmal verabschieden. Er flickte das Dach, rutschte ab und jetzt ist er. Ich verstehe, doch vielleicht kann man ihm noch helfen. Ich kann leider nichts für ihn tun, aber diese neuen Fähigkeiten. Vielleicht wird sich eine Möglichkeit ergeben, dann könnte ich zurückkommen. Nicht so. Müsste ich aber erstmal diese Fähigkeit irgendwo herbekommen, Leute aufstehen zu lassen. Hier. Zufällig ist hier einer vorbeigekommen. Ah, wo ist er denn gefallen? Da. Und jetzt?
Das geht nicht. Ah, ich muss das hier noch haben, okay. Dann mache ich jetzt hier den Hauptzug. Da hinten ist ein Schnellreisepunkt. Mann, jedes Mal rufe ich dieses scheiß Reittier. Dann mal los! Mehr Segel! Holt das Segel ein! So, dann angreifen. Komm mal kurz her! Bisschen Quark. Das war's! Verdammter Feigling! Jetzt knallt! Thank you.
So, ja, hier so. Jetzt geht's weiter nach hier oben. Ich brauche hier Hilfe. Das war's. Wieder eine Opfergabe da oben. Was ist denn hier? Wieder Fisch? Hasenpfoten. Meine Fresse, ey. So, das verstehe ich schon wieder nicht. Wieso ist jetzt schon wieder mein Proviant voll? Geht der immer automatisch voll? Mann, jetzt. Bist du verletzt? Das gleiche wollte ich dich gerade fragen. Dank dir lebe ich noch. Du hast tapferer gekämpft, als ich es könnte. Ich bin gut in Übung. Ich würde dir etwas zum Dank schenken. Aber ich habe wohl bei der Flucht meinen Beutel verloren. Bring dich in Sicherheit.
Das ist mir Lohn genug. Und doch will ich dir etwas geben. Kennst du die Grainer Helia-Zuflucht? Eine Höhle voller Kristalle. Dort kannst du mich finden. Diese Tiere, also, ich schwöre, ich habe sie sprechen hören. Erst dachte ich, ich würde wahnsinnig, aber es waren Jötner. Sie sprachen davon, zu ihrem Rudel zu stoßen. An einem schwarzen Strand, westlich von Sutris Mühle. Sagte das irgendetwas? Ich bin nicht sicher, aber vielleicht sehe ich mir diesen schwarzen Strand mal an. Sei auf der Hut und nochmals danke. Vielleicht sehen wir uns ja bei der Grainer Helia-Zuflucht. Gut. Hier habe ich noch 3 Sachen. Aber ich gehe jetzt erstmal zur Mission. Oder ich mache... Ich mache hier eine schnelle Reise hin und gucke erstmal, was hier ist. Wieder irgendeine Opfergabe ist. Hier ist schon wieder so ein komisches Wildschwein. Oder ob es wieder hier ein Zwerg in Not ist. Ach, du liebes Mädchen. Das ist wirklich höchst unangenehm. Hol mich hier herunter. Sofort. Hallo? Irgendwer? Du hast nichts zu befürchten. Oh, danke, Fremder. Immer schön zu sehen, wenn solche Rüpel eine Tracht Prügel erhalten. Das hat man davon, sich mit mir anzulegen. Ja, sicher. Ich muss dann weiter. Wie kann ich mich nur für die Rettung meines wertvollen, weitergehenden Lebens erkenntlich zeigen? Ich weiß. Triff mich in der Grainer Helia Zuflucht und dir wird eine reiche Entlohnung zuteil werden. Das ist wirklich nicht notwendig. Doch, ich bestehe darauf. Und wenn du noch mehr von diesen Fieslingen umlegen willst, schau mal am schwarzen Strand nach. Kennst du den? Südlich von dem Ort, wo diese schrecklichen Kriegstiere entstehen. Recht furchteinflößend. Dort wollten sie sich wohl mit anderen Riesen treffen. Schwarzer Strand, ja. Sollte ich mir mal ansehen. Nicht gerade mein Lieblingsstrand. Aber gut, wer würde in solchen Zeiten auch ans Meer gehen wollen? Wir sehen uns bei der Zuflucht. Tüdelü! Tüdelü? Ich. Wo kommt die jetzt her? Du überlebst.
ich weiß, wo das Versteck ist. Echt? Ich darf mich hier nicht blicken lassen. So, die Truhe plündern. Hä, wo sollen die denn sein? Dann würde ich jetzt aber erstmal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.